Sharabhasana ist wörtlich die Hirschstellung. Sharabha heißt Hirsch. Sharabhasana wird erwähnt in einem klassischen Hatha-Yoga-Text, nämlich Hatha Ratnavali, ein Text, der manchmal auf das 17. Jahrhundert bezogen wird und in dem die 84 Hauptasanas beschrieben werden. Leider hat Hatha Ratnavali für viele Asanas nicht beschrieben, welche diese, was da überhaupt gemeint ist. Es ist vermutlich einer der ersten Werke, welcher die 84 Hauptstellungen beschreibt oder erwähnt, aber leider ein Text, der sie nicht genauer beschreibt. Und so gibt es viele Yoga-Traditionen, die dann sich ihre eigenen 84 Hauptasanas zurechtsuchen. Auch bei Yoga Vidya haben wir die 84 Hauptasanas und in jeder Tradition sind die etwas anders. Weil in alten Texten heißt es, es gibt 8.400.000 Asanas und davon sind 84 die wichtigsten. Von den 8.400.000 sind etwa 1.000 namentlich bekannt und in dem Asana-Lexikon, wovon dieses Video Teil ist, werden diese 1.000 Asanas mit ihren mehreren 1.000 Variationen beschrieben. So, was ist jetzt Sharabhasana? Hatha Ratnavali sagt nichts, was Sharabhasana ist. Und auch Garode in seiner Encyclopedia of Traditional Asana sagt ganz lapidar, Hatha Ratnavali beschreibt im Kapitel 3, Vers 19 einfach nur, dass es dieses Asana gibt, aber beschreibt nicht die Technik. So wissen wir also nicht, was mit gemeint ist. So, bevor du jetzt wegblendest, wenn man im Internet sucht, dort wird manchmal einfach Sharabhasana als alternative Schreibweise für Shalabhasana verwendet. Und so wäre Sharabhasana nicht der Hirsch, sondern die Heuschrecke. Und so zeigt Angelina zunächst die Heuschrecke, obgleich das höchstwahrscheinlich nicht Sharabhasana ist. Du legst dich auf den Bauch, Kinn auf den Boden, die Arme unter den Körper und dann hebe die Beine hoch. So bist du in Shalabhasana, in der Heuschrecke. Und eben manchmal, wenn im Internet Sharabhasana geschrieben wird, wird die Heuschrecke gezeigt. Ein zweites Asana, was als Sharabhasana bezeichnet werden kann, ist nämlich das, was einfach als Hirschpose beschrieben wird. Und dort setzt du dich so hin, dass ein Knie vor dir ist und dabei das Knie 90 Grad gebeugt ist, dass der Fuß etwas von dir weg ist. Auch der andere Knie hinten ist 90 Grad gebeugt. Und dann gibst du eine Hand auf das eine Knie und die andere Hand auf das andere Knie. Und heutzutage, wenn man von Hirsch spricht, dann ist das die Stellung. Und so könnte man sagen, das ist Sharabhasana, ohne zu wissen, ob Hatha Ratnavali das gemeint hat.